И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in Wie läuft Uni? Bro, frag mich nicht, Digga. Wirklich, frag mich nicht. Ich war neulich wieder mit kompletter Familie, sitze ich so am Tisch. Oma, Opa, Tante, Mante, jeder da. Wie läuft Uni? Ich hätte heute eigentlich wieder Bilanzrecht gehabt. Und versteht mich nicht falsch, wirklich, Bilanzrecht ist... Ich weiß gar nicht mal, was wir da machen, Mann. Das ist halt einfach... Kompletter Dreck. Bruder, ich studiere Internet- und Online-Marketing, so mit Plakat- und TikTok-Werbung und nicht, keine Ahnung, Alter, Jura. Ne, und wirklich, manchmal bei uns in der Uni ist es ja so, dass so Sachen ausfallen und dann fällt es halt aus und dann fällt es halt einfach aus, so, ja. Aber bei der ist es halt wirklich so, bei der von Bilanzrecht, nichts gegen die, ist echt eine coole Dozentin, kann gegen die nichts sagen, weil das ist auch gleichzeitig Rektorin. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas sage, die kündigt mich davon. Nein, auf jeden Fall wirklich alles gut, ist echt eine nette Dozentin und die macht das eigentlich auch richtig gut, aber das Fach ist halt auch kompletter Dreck. Außer wenn die jetzt zuhört, dann ist das das beste Fach auf der ganzen Welt. Das macht so viel Spaß, das ist so cool. Ich liebe das. Und bei dem Fach ist es halt auch wirklich so, wir hatten die ersten, keine Ahnung, 10 Mittwoche, wirklich jeden Tag, normalerweise haben wir 3 Stunden Bilanzrecht. An den 10 Mittwochen hatten wir 6 Stunden Bilanzrecht. Oder 6 Stunden HGB Paragraph 92 Absatz 3 Millionen, Digga. Oder ich gehe danach nach dem Unterricht raus und dann kommt auf einmal so jemand und fragt, ey, sorry, ganz kurz, wie Flur haben wir? Paragraph 200 Absatz HGB Grundgesetz. Alles klar, gute Besserung. Und auf jeden Fall der Grund, warum wir dann an diesen Mittwochen viel mehr Bilanz hatten, als normalerweise war, weil es ja in Zukunft ausfallen wird. Jetzt fällt's aus und jetzt kann ich mir ein 3 Stunden Screencast-Video angucken. Bro, diese CapCut-Templates sind so dermaßen geil, ich hab's auch gemacht. Heute was? Schickes Outfit, mein lieber Scholli. Ha! Tadeus. Ganz kurz, Digga, Tadeus. Warum lachst du eigentlich, dass SpongeBob keine Hose anhat? Guck dich doch mal selber an. Ich habe auf TikTok mal wieder wirklich die geilste Werbung gesehen, die ich wieder je in meinem Leben gesehen habe. Wirklich, die wurde komplett auf meine Bedürfnisse angepasst. Du brauchst diesen Old Money Monaco Pullover. Brauche ich den? Mit diesem Monaco Pullover sehen sie überall stilvoll und luxuriös aus. Monaco Monte Carlo Yacht Club. Das glaubst du wohl selber nicht, oder? Wenn ich mit so einem Pullover auftauche, Digga, wo Yacht Club draufsteht. Oder die denken nicht, ich bin Yacht Club, die denken, ich bin Kajak Club. Ich muss raus. Kajak, Bruder, das ist auch die größte Verarsche, Mann. Ich bin einmal mit so einem Kajak gefahren. Wo ist der Motor dahin? Warum muss ich das selber anschubsen? Kann ich doch gleich schwimmen. Der beste Spruch mit den meisten Likes kriegt 10 Euro. Mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, was du da gerade versucht hast. POV, ich montagmorgens mit Suff-Intus vom Wochenende auf dem Weg zur Arbeit. Bruder, der driftet da komplett von links nach rechts auf Gegenspur, alles mögliche. Der fährt schlimmer als ich in GTA. Sorry, Leute. Leider kein GTA. Scheiß dich da wahrscheinlich komplett ein, aber Hauptsache... Bro, stell dir mal vor, der baut Unfall, Digga. Liegt da irgendwo komplett im Graben, Mann. Und man hört nur die ganze Zeit... Wenn ihr schon einige Tage keine Rambazamba mehr hattet... Ach, Rambazamba ist es diese... Wo man so tanzt. Ah ne, das war Zumba. Oh mein Gott. Das ist so viel. Nein, wirklich, TikTok überrascht mich halt wirklich jedes Mal. Also ich finde es wirklich richtig gut, dass man durch TikTok so einen intensiven Bezug zu anderen Leuten hat. Dass man auch wirklich über alles informiert wird. Sogar was im privaten Leben abgeht. You make me this, bring me. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch... You make me this, bring me.